Moin, moin aus dem Schramberg. Ich habe letztens was gemacht, diesen Bomber, mit dieser historischen Geschichte. Das kam so gut bei euch an, dass ich dachte, ich mache mal wieder was Historisches. Ähnliches Thema. Und es geht ums Thema Aging, Distressing oder direkt von der Rennstrecke. Wir haben nämlich hier ein Wengstern Mini Hot Rod. Die kennt ihr vielleicht, die machen diese Hot Rod Touren in Hamburg, in München, in Essen, in Köln. Also ganz coole Truppe, kann man sich mieten für eine Stunde und fährt mit so einem ganz coolen Jungs dann durch die Stadt und lernt das so ein bisschen kennen. Ja, und für den Wengstern lackiere ich schon Hot Rods, seitdem es die gibt, ich glaube jetzt fast 10 Jahre. Ich selber habe ja auch 2, wisst ihr ja, die lackieren wir in den PCP-Schulungen immer. Und jetzt kam der Spezialauftrag, Danny, wir möchten einen Silberpfeil haben. Mercedes Silberpfeil, diesen leichten Schleiflook. Und da durfte ich ein bisschen customizen. Und zwar habe ich jetzt hier überall noch diese Lüftungsbleche angenietet, verklebt, weil der alte Silberpfeil oder die Silberpfeile haben das so eine Art. Das musste ich auch selbst machen, weil Wengstern sagte, Mensch, Danny, mach du das mal alles fertig, weil wir wissen ja nicht, wo wir welche Schraubenlöcher und sowas jetzt noch. Hier sind diese Gummis, wo wir viel früher die Hauben zugemacht worden sind. Weil ich habe mir quasi das Teil erst schwarz lackiert und musste dann ja alles positionieren. Hab dann hier noch Linierbänder drauf. Wenn ich das jetzt gleich abziehe, guck mal hier, dann ist das schwarz auch und das soll quasi ein Türspalt sein. Dann habe ich hier so eine Türscharniere angedeutet. Und da war mir auch wieder wichtig, das nicht mit Airbrush zu machen, sondern hier mit die Möglichkeit, in die GFK-Karosse reinzubohren, diese Nieten zu setzen, dass es wirklich 3D-Haptik ist. Ihr wisst ja, Haptik finde ich sehr gut. Also habe ich hier eine Tür angedeutet. Hier nochmal so ein Scharnier, dass man die so aufklappen kann. Hier ist das Klappscharnier quasi hinter, theoretisch. Hinten noch ein Lüftungsblech. Und das Schwierige war halt, die Bleche sind sehr steif. Das heißt, ich habe die angenietet und haben die sich völlig verzogen. Also habe ich wie so ein Blechner mit so einem Eisen hier und dann habe die Dinger so ein bisschen rangekloppt. Das ist sehr cool, weil das soll aussehen, als wenn er direkt von der Rennstrecke kommt. So ein bisschen verbeult, so ein bisschen angeschmaucht. Ähnlich wie der Bomber, wie ich ihn gerade gemacht hatte. Ja, und dafür, um diese gebürstete Optik hinzubekommen, weil diese Silberpfeile sind ja früher blanke Aluminiumkarossen gewesen, habe ich jetzt 4 verschiedene Silbertöne übereinander gelegt und unterschiedlich bearbeitet. Und ganz oben drauf ein ganz spezielles Silber, das nennt sich ja, Spiegelsilber. Das ist quasi ganz fein geriebenes Aluminiumpigment, damit das auch aussieht wie eine gebürstete Aluminiumkarosse, so wie die Autos früher waren. Dann sieht man, habe ich hier einen ganz feinen Schliff reingebracht und der kommt natürlich super zur Geltung, weil sich dieses feine Aluminium ganz fein in diese Riefen reinlegt und dadurch hat man wirklich das Gefühl, dass das eine Aluminiumkarosserie ist. So, jetzt mache ich mit der Airbrush und mit dem Schwamm wieder so eine Alterungstechnik rein, als wenn er wirklich gerade vom Rennen kommt, 24 Stunden Le Mans. Wenn er da gefahren ist, weiß ich gar nicht, ich glaube ja. Und dann fährt er die Bockengasse und hat immer noch so ein bisschen Gummireste dran. Ja, so ein bisschen Rauchspuren oder Abgasspuren. Ja, das gleiche machen wir hier. Hier, da kommt noch die Nummer 44 hier drauf. Der zukünftige Besitzer möchte die 44 drauf haben. Einmal, weil es historisch ist von früher und weil er ist großer Lewis Hamilton-Fan. Und der hat halt auch die 44 drauf. Deswegen habe ich die 44 nicht genommen, nicht wie früher, dass die so offen ist, die 4, sondern geschlossen, so wie Lewis Hamilton sie drauf hat. Und auch die werde ich so ein bisschen altern lassen, so ein bisschen anschleifen, ein bisschen ansprenkeln, dass es halt richtig schön alt aussieht. Ja, passend dazu habe ich alle Teile in diesen Aluminium-Look gemacht. Hier habe ich nochmal schwarz vorher untergemacht, dass man das Gefühl hat, man guckt in diesen Motorraum rein. Wie ihr wisst, bei den Mini-Hot Rods, der Motor ist hinten und nicht vorne. Also alles so ein bisschen gefaked, aber halt cool bei so einem kleinen Hot Rod. Die Sachen, die ich vorbereitet habe. Einmal das typische Wengstern-Logo. Da gucke ich mal, ich wollte es hier vorne platzieren, aber das wäre zu eng mit den Spaltmaßen. Das sieht doof aus. Ich habe es noch eine Nummer kleiner. Passt das dahin? Nee, das platziere ich woanders. Jetzt haben wir 2 verschiedene Größen gemacht. Dann haben wir einmal eine 44 fürs Heck. Das Kennzeichen kommt so ein bisschen seitlich. Und die große 44, so waren die beiden Rennwagen früher, kommt hier schön auf die Seite. Dann nehme ich wieder unten diese Horizontallinie, wie ich das beim Tank schon mal gemacht habe. Und dann ist der Rest Augenmaß, weil ich habe das auch alles so ein bisschen schräg angeordnet. Seht ihr, ich habe diese Bleche so ein bisschen schräg nach oben gedreht, das sieht immer ein bisschen bullig aus. Habe diese Linie verlängert hier mit Kreppklebeband und habe auch die Tür so verlängert. So. Die Höhe finde ich gut. Jetzt gucke ich hier unten, dass das parallel läuft. Fertig. So, hier läuft es parallel.
Hier wird das ungefähr so ein bisschen optisch vermittelt. Und schon kann ich es aufkleben. Aber das kriegen wir so hin. Jetzt überlegt, ob ich die 44 auslackiere. Früher sind die aber mit dem Pinsel aufgepinselt worden, einfach. Da gab es sowas wie Schneideplotter und sowas noch gar nicht. Aber ich werde die einfach auswischen wieder. So wie ich das bei der Bombertechnik gemacht habe. Das fand ich sehr cool. Das sieht gleich schon ein bisschen alt aus. Als wenn er schon so mehrere Grand Prix hinter sich hat. So, wo ich jetzt hier die Falte habe, das schneide ich einfach ein. Und schon habe ich keine Falte mehr. Übrigens sehr, sehr cool, wie ihr das mit Andi letztens abgefeiert habt. Hat mir mega Spaß gemacht mit den BSA-Videos. Erste Teil, wer es noch nicht gesehen hat, der erste Teil von der BSA. Flacheisen, läuft ja aber auf Andis Kanal, Andis Funktionspunk, hier irgendwo eingeblendet. Und der zweite Teil ging nahtlos, ohne Wartezeit bei mir über. Das habt ihr am meisten gefeiert, dass ihr nicht lange warten musstet, sondern ihr habt direkt im Anschluss eine Doppelfolge gehabt. Viele haben ja auch Instagram. Da poste ich auch mal so die fertigen Projekte. Oder auf meiner Seite, schrammwerk.com. Da seht ihr, da fotografieren wir alles schön. Da werdet ihr auch den Hot Rod dann wahrscheinlich fertig sehen. Weil da werden wir wohl kein Fahrvideo großartig hinkriegen. Das dauert ja noch, bis der zusammengebaut ist und bis der bei dem Endkunden ist. Deswegen schaut gerne mal auf diese Internetseite, wenn ihr das fertige Fahrzeug mal in Action sehen wollt. Ganz früher die Schriftmaler. Die hatten ja auch nicht so eine Schneideplotter, wie ich sie habe. Sondern die haben das früher mit so einer Bleifolie gemacht, haben das alles mit der Hand ausgeschnitten und draufgelegt. Mega kompliziert. Aber es war noch richtige Handwerkskunst. Natürlich tierisch zeitaufwendig. Das spart mir natürlich enorm Zeit. Ich baue das am Computer, plotte das aus, klebe das rauf und kann das auslackieren. So, hier hinten kommt noch ein Gepäckträger rauf, wo die Tasche drauf ist und auf der Tasche. Oder was beim anderen kommt, glaube ich, das Kennzeichen drauf. Oder kommt das hier hin? Auf jeden Fall ist es hier, nicht mittig. Normal sitzt das mal hier, dann haben sie seitlich jetzt gebautes Kennzeichen. Das heißt, ich kann hier richtig schön die 44 positionieren. Weil normal haben die Rennwagen früher vorne noch eine Nummer gehabt, aber vorne habe ich keinen Platz mehr. Also positioniere ich das hinten. So, jetzt noch die Wenkstern-Logos. Ich glaube, die sind hier ganz cool. Andere Seite auch so quasi zwischen den Scharnieren. So, hier nehme ich wieder schwarz direkt aus der Mischbank. Unverdünnt. Ich mache das wieder. Quasi wie so ein Pinsel, wie sie es früher mit dem Pinsel gemacht haben. Versuche ich den Pinselstrich jetzt drauf zu machen. Ein bisschen anziehen lassen und dann gleich nochmal das zweite Mal hinterher. Diese scharfen Ecken, die kann ich gleich ein bisschen bearbeiten, dass sie noch nicht so scharfkantig aussehen. Aber ich glaube, es ist ganz geil, dass es aussieht, als wenn es mit dem Pinsel aufgemalt worden ist. Mega cool, oder? Ganz früh haben sie auch so, wenn die Hot Rods und sowas am Strand gefahren sind, diese Rennen noch, so machen sie das in Dänemark, Rømø, da ist auch mal so ein Hot Rod Rennen, ich glaube bis Baujahr, jetzt muss ich lügen, 38 oder 48 oder sowas, also dürfen nur ganz alte Autos mitfahren am Strand und da wird das mit so einem Kreidestift drauf gemacht. Die malen da die Zahl drauf, die Teilnehmernummer, die sieht man jetzt gar nicht und erst wenn das Wasser daraus trocknet, dann hat man nur so eine Kreidefarbe drauf, die kann man ganz leicht abspülen, damit man nicht den Lack da irgendwie zerstört.
Ich liebe das, dieses Altern lassen. Das finde ich so cool. Dass die Leute nachher vorstehen, immer, ist das jetzt foliert, ist das lackiert, ist das Aluminium, man fängt dann zu klopfen und so. Das schockt schon. Muss schnell genug sein, dass ich nicht beim ersten Mal wieder die Farbe anlöse. Wenn ich zu langsam bin, löse ich halt wieder Untergrundfarbe an und wir sind gleich eine gleiche Wischspur. So, das ist super cool. Da gehe ich auch jetzt willkürlich rauf. So weit jetzt runter, bis ich das Gefühl habe, oh, das sieht geil aus wieder, richtig schön. Hier schon, als wenn einer vor ihm Öl verloren hat, das Ganze auch so voll gesprenkelt hat. Jetzt habe ich quasi zweimal gesprenkelt. Dann habe ich die Farbe nass drauf gemacht, habe den Reiniger drauf gemacht, dann ist die Farbe so alles auseinandergegangen, habe die wieder ein bisschen trocken weggewischt, habe es anziehen lassen und habe nochmal ein zweites Mal drauf getropft und dadurch sieht es dann aus wie so Steinschläge so ein bisschen, weil ich da die restliche Farbe noch geholt habe. Verwischt, also das schon so eine Boxengasse schnell das Öl irgendwie wegwischen. Schön versifftes Armaturenbrett. Wichtig ist dabei, das nicht ausziehen zu lassen, als wenn man mit dem Schwamm da rumgetupft hat, mit dem Tuch. Sondern man sieht ja keine gewollten Spuren jetzt mehr, sondern es sieht aus, als wenn wirklich, als wenn es so gehört, ne? Als wenn das echt schon ein paar Jahre auf der Strecke war. Mit so einer ähnlichen Technik kann man auch Wurzelholzoptik hinbekommen. Das habe ich damals in der Berufsschule gemacht, mit verschiedenen Farben. Dann auch so raufgetröpfelt mit so Spiritus und so. Und schon hatte man echt einen coolen Wurzelholzeffekt, wenn man so braun-orange übereinander gelegt hat. Und damit habe ich ein bisschen rumgespielt und übertrage das jetzt auch auf andere Sachen. Und die müssen richtig schön ölig aussehen. Da bleibt alles hängen. Normal müsste ich noch ein paar Fliegen darauf kleben. Auftragen, abpolieren. Auftragen, abpolieren. Na, wer kennt das? Aus welchem Film kommt das? Habe ich auch früher gelernt. Habe ich polieren gelernt. Bei Mr. Miyagi. Wichtig ist mal bei den Farben die richtigen Zeitpunkte abwarten. Da müsst ihr halt mit rumspielen. Wann trocknet eure Farbe? Wann ist der Zeitpunkt, sie abzuwischen? Da und da. Da sind die alle unterschiedlich. Da kann ich kein Rezept jetzt rausgeben, wo ihr mich immer fragt, Danny, wie lange lässt du trocknen? Wie machst du dies? Wie machst du das? Also manches ist wirklich echt die Erfahrung. Wenn man jahrelang mit verschiedenen Farbsystemen arbeitet und immer wieder, dann weiß man, wie die sich bei bestimmten Sachen verhalten. So, Rand ein bisschen schmutziger machen. Dann kommt man hier gut zum Saubermachen hin. Ja, geil. So, jetzt haben wir die Zahlen abreißen. Und dann geht's mit dem Auto so weiter.
Schock, weil der sieht echt aus wie Aluminium jetzt hier. Mit so einem surrealen Schimmer, mit diesen leichten Bürstspuren hier drin. So, das wird hier gleich extrem cool. Hier darf man auch keine Angst haben. Muss man radikal raufgehen. Und wieder natürlich die Zeit abpassen. Geil aus, ne? Immer schön Fläche für Fläche, nicht gleich das ganze Auto mit voll pinseln, weil dann hat man ja Schwierigkeiten, das wieder runter zu bekommen. Und zu viel ist manchmal zu viel. Ja, wie erwartet bleibt es hier schön in den Rillen hängen, weil ich gar nicht doll aufdrücke. So bleibt der typische Schmutz da hängen, wie so eine Brünierung. Hier habe ich die 44 auch schon ein bisschen bearbeitet. So, schon sieht es ein bisschen echt an der Pinsel aus. Dass man hier mal echt einen Pinsel aussieht, wa? Ja, schön. Hier kommt das Gummi zum Wind, zu den Tür zu machen. Und jetzt ist hier so ein bisschen schwärzer von den schmutzigen Fingern der Mechaniker. Also man kann schon sagen, ich liebe meinen Job. Weil es macht echt mega Spaß. So, ich könnte jetzt hier noch... Das ist ja gleich schwarz. Ich könnte hier noch eine Lichtkante draufsetzen. Aber das lasse ich, weil es wird dann wieder zu sehr geairbrushed, wo ich dann eine Lichtkante draufsetze, die zu künstlich aussehen. Das mache ich nicht. Sondern da wird einfach eine schwarze Kante sein. Da ist der Übergang noch ein bisschen zu schmuddelig. Deswegen setze ich hier keine Lichtkante mit der Airbrush. Man könnte ja den Schatten setzen, dass das Blech gleich gebogen ist. Das würde mir zu künstlich sein. Deswegen benutze ich bei diesem Projekt keine Airbrush. So, das Einzige, was ich jetzt noch mache, sind ein paar schwarze Sprenkel mit der Lackierpistole, so ein bisschen Gummiabrieb mit wenig Luftdruck. Da können wir alles abreißen und dann bin ich fertig. So, dann setze ich hier so ein paar in Fahrtrichtung, so ein paar Ölspritzer, Gummi. Alles, was auf der Rennstrecke rumliegt, hier in diese Kante so ein bisschen rein. Hier bei den Reifen so ein bisschen mehr unten.
Lenkrad kann man ein bisschen von der Rückseite. So. Lampen natürlich auch. Spiegel sowieso. Die sind ja hier in Fahrtrichtung. So. Lampen auch wieder in Fahrtrichtung. So, Armaturenbrett ein bisschen. Das war's. Jetzt ziehe ich die Linierbänder ab. Und dann können wir schon lacken. Und auch den Klarlack werde ich hier relativ dünn machen, weil dann fühlt man noch die Abklebekanten. Deutet quasi durch den Lack so ein bisschen die Lichtkante an. Weil der Lack wird sich natürlich, weil Silber ist relativ dick da drauf, weil ich selber vier verschiedene Schichten gemacht habe. Das heißt, das Silber hat sich am Klebeband, sieht man das. Da habe ich nämlich schon eine automatische Lichtkante. Die wird man auch in einem Klarlack sehen. Und der Klarlack wird sich an dieser Klebekante auch so ein bisschen sammeln. Und dadurch habe ich schon die echte Lichtreflexionskante, die ich mit der Airbrush dann wahrscheinlich versauen würde. Ja, jetzt guck mal von Weitem. Das sieht doch aus wie eine Tür hier oder was. Ich finde es krass. Und hier ist auch so eine Lichtkante. Also es könnte ein aufgebürdeltes Blech sein. Mega. Also vom Lackbild sieht es ähnlich aus wie der Bomber, den ich gemacht habe vor kurzem. Technik ein bisschen abgewandelt, mich vollgekleckert. Hat wieder mega Spaß gemacht. Und ich würde sagen, jetzt geht's ans Klarlacken. Und ihr schreibt in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Nicht vergessen, in meinen Klamottenshop zu gehen, hier, ne, quasi geil. Ein Abo dazulassen, auch an die Neuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne mal sehen wollt. So in Zukunft lacktechnisch. Schreibt das in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Mittlerweile schaffe ich es nicht mehr, alle zu antworten, weil die Kommentare, so 500 Kommentare, wird schwierig, die zu beantworten. Ich versuche das irgendwo in Videos mit aufzunehmen, wenn ihr Fragen habt. Aber ich nutze die Zeit, anstatt zu antworten, lieber ein neues Video für euch zu machen. Insofern, lasst mir einen Daumen da, einen coolen Kommentar und die Glocke nicht vergessen. Viel Spaß, ab auf die Rennstrecke. Bis bald, euer Danny.